Wir haben seit circa einem Jahr Tatsache hier 20 Kilometer entfernt einen neuen McDonald's. Er hat seit einem Jahr McDonald's! Ich geh in Arsch, du, in Mecklenburg geht's ab wie Sau, ne? Ja. Die haben jetzt McDonald's. Das ja. freut mich. Ja, herzlich willkommen in der Zivilisation. Supergeil. Ja. Geil. Ja. Ja. Habt ihr McDonald's, ist das noch das alte, wo man von Menschen bedient wird? Oder habt ihr auch schon so ein Ding, wo du reinkommst und direkt vor so einer Dreckswand stehst und nicht weißt, was du drücken musst? Wir haben da auch schon diese Automaten, aber das ist der letzte Dreck! Das sag ich dir! Das ist halt egal, aber ausgehändigt kriegen wir da trotzdem noch von Menschen. Ja, aber das ist doch sinnlos. Weißt du? Nein, die sagen guten Appetit. Ja, aber die wischen die Tische nicht ab. Ich sitze immer an einem versifften Dreckstisch, wo die Krümel liegen, von denen die vorher dort gefressen haben. Und ich sage gefressen, weil so ist. Ja, und weißt du, das Personal abbauen, weißt du, statt die, dass die sagen, na gut, die Kassiererin von früher, die kann ja mal die Tische abwischen. Aber nee, nicht mal das gibt's mehr. Weißt du, da muss ich selber, weißt du, eigentlich müsste ich das Fressen dort umsonst bekommen. Weißt du, ich muss es mir selber bestellen, ich muss mir den Dreckstisch selber abwischen und am Ende muss ich den Müll auch noch selber sortieren. Und dafür bezahle ich Asche ohne Ende. Da platzt mir der Arsch. Das ist richtig. Das sag ich dir. Ja. Aber ich bestell immer zum Mitnehmen und dann gucke ich, welcher Tisch ist sauer. Kann ich mich da hinsetzen? Ansonsten esse ich im Auto. Das übrigens auch, weißt du, wenn du zu mir... Das ist bei uns Methode. Weißt du, ich hab das mal recherchiert. Bei uns ist das so, wenn du zu Mitnehmen machst, ja, am Drive-In, dann packen die mit Absicht immer mindestens eine Pommes zu wenig mit rein. Die Dreckschweine! Weißt du, weißt du, wenn du das hochrechnest, wenn du bei jedem zweiten mit Absicht irgendwas vergisst, die machen Milliarden! Die Dreckschweine! Das sag ich dir. Ich geh eh lieber zum Burger King. Da schmecken die Pommes aber nicht so gut. Aber dafür sind die Burger noch Burger. Weißt du, ich erinnere mich an eine Zeit, da konnte man den Burger mit zwei Händen festhalten und reinbeißen. Heute, wenn du das Drecksteil in die Pfote nimmst, mit zwei Händen, beißt du dir in den Daumen, weil die so klein geworden sind. Das ist der letzte Beschiss. Weißt du, ich raste komplett aus. Ja. Ist so. Ehrlich, früher war alles schöner. Das stimmt. Es ist wirklich wahr. Oh yeah.